Alles begann ganz normal, als ich, Haley, mit meiner Mutter und meiner sechsjährigen Schwester Halia im Supermarkt einkaufen ging. Wir verließen den Laden und als wir ins Auto stiegen, wollte meine Schwester das Handy meiner Mutter haben, also gab ich es ihr. Ich sah, dass sie damit Minecraft spielte. Im Auto wurde es still und meine Schwester sagte etwas, das mich sehr verwirrte. Sie sagte, ich war schon einmal hier. Ich schaute sie an und fragte, was meinst du damit, du warst schon einmal hier? Sie sah mich an und sagte, wie bei diesem Minecraft-Spiel habe ich früher mit vielen Menschen in diesem Raum gelebt. Es waren mindestens 80 bis 90 Menschen und überall Leichen. Dann kehrte Halia zu ihrem Spiel zurück. Ich drehte mich um und blickte ratlos nach unten. Ich hatte Angst, auch meine Mutter fürchtete sich vor dem Anblick meiner Schwester. Auf dem Weg nach Hause sagte keiner von uns auch nur ein Wort. Es waren noch 3 Minuten, bis wir ankamen. Meine Schwester benahm sich äußerst seltsam und beängstigend. Sie fing an, laut zu lachen. Ich hatte Angst zu fragen, warum sie lachte. Halia sagte, weil sie dachten, ich würde nicht überleben. Dann spielte sie weiter. Als wir zu Hause ankamen, holte ich die Einkäufe und fragte meine Mutter, ob ich mit ihr unter 4 Augen sprechen könnte. Meine Schwester saß in meinem Bett und spielte immer noch Minecraft. Dann zog ich meine Mutter ins Bad und schloss die Tür hinter mir ab. Ich fragte sie, wer das sei und worüber zum Teufel nochmal geredet wird. Meine Mutter antwortete mit, ich weiß nicht. Dann sagte Halia, ich kenne deine Neugier, Haley. Also lass mich dir einfach von meinem Leben erzählen und wie ich überlebt habe. Hör auf, Mom, von mir zu flüstern. Und dann? Dana. Ich weiß, es ist so lange her. Ich liebe dich. Wir waren so schockiert, da meine Schwester eine Sprachbehinderung hatte und meinen Namen nie richtig aussprechen konnte. Ihr Gesicht erstarrte und meine Mom drehte sich zu mir um und flüsterte, das ist deine Urgroßmutter. Sie nannte mich immer Dana. Ich schloss langsam die Tür auf und öffnete sie. Wir sahen meine Schwester an. Dann fragte ich, wie hast du überlebt? Sie legte das Handy weg und begann zu erzählen. Nun, wir waren auf diesem Boot und ich sprang ins Wasser. Danach wurde meine Schwester wieder normal. Sie war so verwirrt, dass sie fragte, wie sind wir so schnell nach Hause gekommen? Und warum starrt ihr mich so an? Meine Mom wunderte sich, du weißt nicht mehr, was du gesagt hast? Dann ging Halia in ihr Spielzimmer. Bis heute frage ich mich, wie das passieren konnte.